Hallo, ich heiße Andreas Schmid und wohne in diesem besonders schmalen Haus mit meinen zwei Kindern und meiner Frau. Kommt doch rein. Hier stand, genau auf diesem Grundstück, stand eine große Doppelgarage. Ja. Dahinter ein alter Wäscheplatz, der niemals genutzt wurde. Und der Garten war eigentlich gesäumt von, ich sag's mal, Urwald. Dann haben wir halt darüber gesprochen, dass wir uns ja auch minimieren könnten. Ne? Und so haben wir dann gemeinsam mit der Familie, auch mit den Kindern mal diskutiert, ja, wie soll man das machen, vermieten. Oder und die Kinder waren auch Feuer und Flamme, dass sie gesagt haben, ist doch cool, machen wir was Schönes. Phase war extrem spannend. Man stand so quasi in den Räumen, wo man dann quasi später mal wohnen wird. Das war sehr surreal. Also ich konnte es mir überhaupt nicht vorstellen. Und immer mehr kam dann so langsam das Bild, wo es dann immer höher ging. So, okay, ja, das könnte echt ganz gut aussehen und so. Ich war Anfang ein bisschen skeptisch, weil es dann halt doch klein aussah. Also beispielsweise eine Idee war, wir machen hier einen direkten Anbau. Ne? Unverständlich für mich natürlich, dass das Baurechtsamt sowas nicht genehmigt, ja, weil in einem Straßenzug nur drei Häuser miteinander verbunden sein dürfen. Ne? Also war diese Idee damit mal hinfällig. Ne? Und deshalb haben wir uns ja auch relativ viel Mühe gegeben, hier diesen Abstand zu dem alten Haus zu managen. Also jetzt gehen wir in den ersten Stock zu uns. Oder? Hier ist das Zimmer von meinem Bruder. Der Vorteil ist natürlich auch in dem Haus, dass wir überall noch, also jede Ecke ist mit Stauraum genutzt, würde ich mal sagen. Also überall kann man noch ein bisschen was verstauen und unterbringen, falls es nötig ist. Also mein altes Zimmer war ganz schön vollgestellt, aber ich muss sagen, weiß nicht, also jetzt nicht so viele Sachen, die ich wirklich gebraucht hätte. Deswegen war es eigentlich gut. Ist jetzt hier so mehr ein minimalistischer Approach, das finde ich ganz gut eigentlich. So, jetzt gehen wir mal rüber. Hier haben wir einmal unsere Dusche. Dann die Toilette und genau, das ist mein Zimmer. Das Bett, das ist 1,85 Meter, sowas, genau. Musste ich selber bauen, weil es das so nicht gab, wie ich mir das gewünscht habe. Auch in dem Design nicht. Hallo, wie geht's dir? Ja, sehr gut. Alles gut? Wunderbar. Wunderschön hier. Ja. Servus, grüß dich. Wie seid's? Hi. 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 So war die Idee, die entstanden ist bei einer Party. Ne? Ja, genau, klar. Nebst ein paar Bier ist die Idee entstanden, eine Garage mit einem Einfamilienhaus zu tauschen. Also das Gebäude ist im Prinzip das Schmälste, was wir bisher gebaut haben. Deswegen nennen wir das auch Skinny Wohnskulptur. Und ja, 3,30 Meter ist ein Wort und da eine offene Wohngestaltung, dass man sich frei und wohl fühlt, das war schon eine Herausforderung. Es gibt Leute, die schütteln den Kopf, wenn sie da vorbeilaufen und fragen sich, wer das verbrochen hat. Ja, und andere bleiben stehen und sind fasziniert. Ja. Also das polarisiert nach wie vor. Ja. Ich denke mal, wenn das Konzept, das architektonische Konzept einfach stimmt und die Nachhaltigkeit dahinter auch da ist,
dann würde das Bauamt auch durchwinken. Man muss dazu sagen, es ist auch ein sehr nachhaltiges Gebäude. Also es hat einen kleinen Fußabdruck, also auch von den Wohnflächen her. Jeder Bewohner bewohnt gerade mal so 40 Quadratmeter. Das ist heutzutage ja schon relativ klein, wenn der Durchschnitt jetzt bei 48 ist. Auch nachhaltig hingegen Energie. Wir haben eine Geothermie-Wärmepumpe, wo mit PV-Unterstützung funktioniert. Wir haben die Fassade eigentlich überall geschlossen, nur nach Süden komplett aufgerissen. Sprich, wir holen da die ganze Energie rein, wo wir brauchen, und innen diese Bauteile werden dann erwärmt und geben dann relativ lang die Energien auch ab. Ja, wir wohnen hier auf 3 Etagen. Lasst uns mal nach oben gehen. Ja, und hier ist unser Schlafzimmer. Ja, hier beispielsweise ist es so, dass tatsächlich hier ein Anschluss nicht funktioniert hat. Das musste nachgearbeitet werden. Ja. Und in meinen Augen stellt es keinen Makel dar, weil die Wand ist sowieso so grob, wie sie halt nun mal gefertigt wurde. Ja, und da ist jetzt sowas kein Ausreißer. Also ich fühle mich in keiner Weise eingeschränkt durch die Räumlichkeit, ja, muss ich wirklich so sagen. Also ich liebe jeden Raum, ja, es ist natürlich ein bisschen anders, aber man verliert sich auch nicht in der Weite sozusagen. Hier beispielsweise, ja, das ist nicht wirklich ein Schrank, sondern es ist der Abgang sozusagen in den Keller. Und hier versteckt sich unsere Gästetoilette. Die ist erlauben hier natürlich schon relativ viel auch darin zu stauen. Einfach auch weniger ist mehr, ne? Und nicht nur Dinge zu horten, sich auch mal trennen zu können und loslassen zu können und so. Ne? Das sind schon so Punkte, wo wir echt diskutiert haben und dann gesagt haben, naja, das müssen wir so machen. Ja. Ja, der Pool war auch so ein Ding. Das ist im Prinzip Anführungsstriche Abfallprodukt. Ne? Also die Rohbauer waren da, die haben das Loch geschaufelt, haben da was reinbetoniert. Und eine Folie rein und eine relativ einfache Technik. Also tagsüber kann man von außen nicht reinschauen. Abends oder beziehungsweise wenn man innen das Licht anhat, dann kehrt sich das Ganze um, dann kann man von draußen super reinschauen. Ich liebe jeden Raum. Sobald ich hier vor die Türe gehe, ist es schon ein Stück weit Urlaub, weil es halt so außergewöhnlich und ja, was Besonderes halt war. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick in unser Haus bekommen. Und wenn ihr euch für weitere Architekturobjekte interessiert, könnt ihr auf dem YouTube-Channel weitere Objekte ansehen.